Hallo Freunde, wieder mal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Wolfenstein 2 The New Colossus. Allerdings, bevor es weitergeht, kurze Erläuterung. Ich hatte mich ja in den letzten zwei oder drei Folgen, ich weiß nicht mehr genau, so ein bisschen gewundert über die Grafik. Grafikfehler der Haare, weil die so pixelig waren. Tja, was soll ich sagen? Wolfenstein hat ein Update erlebt. Dadurch sind meine Einstellungen, unter anderem die Grafikeinstellungen, ein wenig durcheinander gekommen. Ja, und es war nicht mehr auf Ultra High, sondern es war auf einfach eingestellt. Jetzt habe ich alles wieder auf Ultra High eingestellt oder auf Ultra, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall sollte das jetzt alles wieder behoben sein und die Grafik top in Ordnung. Wir wollen uns auch gar nicht länger aufhalten mit dieser ganzen Geschichte. Ich wollte das nur kurz erläutern. Es dürfte jetzt also alles wieder in Ordnung sein. Ja, guck mal, das sieht doch schön aus hier. Die Haken alleine schon. Top-Grafik. Ich glaube, da hat er mir so einiges zerhauen. Wir schleichen uns an die Wachen ran und wollen die Raketen herunterlassen. Okay, die Aufgabe haben wir ja jetzt. Gucken mal ganz kurz. Genau, ich soll den Raketenantrieb herunterlassen und den Güterzug entführen. Okay. Dann tun wir solches. Wir sind in der Schleichposition. Oh, den können wir gleich so fertig machen. Was schreit der denn so? Unser Schalldämpferchen, da unten bewegen sich welche, genau. So, mal gucken, ob wir da... Genau, da schleichen wir uns ein Stück weiter hier, ne? Einfach nochmal nachladen. Ah, 10 Schuss, ich glaube, die müssen wir noch auch ein bisschen aufpimpen. Haben wir hier noch? Nichts mehr da. Ja, macht das jetzt Sinn, hier unten ranzugehen oder die von hier oben zu erledigen? Guck mal hier, ich glaube, das macht Lärm, ne? Das können wir nachher alles machen. Ich glaube, das macht alles Lärm. Da stehen 2 Stück. Gut. Das fällt natürlich gar nicht auf hier, wenn wir hier so runterspringen. Ganz elegant. Guck mal hier, die könnten wir... Aber die stehen zusammen. Steht da unten nicht noch ein einzelner? Nee, ne? Wir können uns hier gar nicht weiter ran, ne? Die konnten wir noch mitnehmen. Ja, die stehen zu eng zusammen. Hier kommen wir nicht runter, ne? Ne. Hier würde ich ja gerne runterschleichen. Bei Fuß. Was war das? Ne, hier läuft irgendwo noch ein Hund rum. Und wo läuft er? Ich überlege gerade... Haben die uns gesehen? Ich glaube nicht. Wir konnten uns verstecken hier. Ich wollte jetzt mal versuchen, ein bisschen unauffälliger reinzugehen. Wir könnten natürlich hier volles Rohr jetzt rein. Ach, Limit erreichen. Wie kriege ich die Handgranaten? Wie war das noch? Ich glaube mit G, ne? Ich wollte mich mal ein bisschen anschleichen jetzt hier. Wir sind natürlich so im Bar. Ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, wenn wir hier unten links marschieren. Guck mal hier, eine Rüstung brauchen wir gerade nicht. Ach, hier können wir nicht weiter. Da stehen die Container ein bisschen schlecht. Guck mal hier, wenn wir hier durchschießen hätten können, ne? Das wäre natürlich genial. Aber wir müssen das Ganze mal so versuchen. Ein bisschen.
bisschen leise. Ja, die Waffe da schön um die Ecke hält. Ich wollte ja auch gerne den Kommandanten erwischen da oben. Bevor der Alarm schlägt. Ich weiß aber nicht, welches der Kommandant ist. Ich glaube, das ist der da oben. Oder sitzt der da oben in der Warte? Ruft er den Hund denn immer? Hier kommen wir natürlich nicht rein. Ich habe kein Verständnis für Terroristen. Ich auch nicht. Wie können sie Gewalt gegen uns gutheißen, nur weil wir anderer Ansicht sind? Genau. Die sind halt Gewalttätigkeit. Denen fehlt die moralische Richtschnur. Wir sind doch auch Menschen. Gewalt führt nur zu noch mehr Gewalt. Das stimmt, Karl. Gewalt ist niemals in Ordnung. Niemals. Das wäre, dass, solltet ihr schon mal richtig erkannt haben. Ein Kriegsgebiet, Karl. Das wäre ein Kriegsgebiet. Zum Kotzen. Übrigens hast du dich für New Orleans beworben. Na klar. Und du? Auf jeden Fall. Vielleicht sind wir in einer Schwadron. Komm. Wir arbeiten doch gut zusammen. Jetzt haben sie uns erwischt. Jetzt müssen wir ein bisschen in Deckung gehen und ein bisschen gucken. Und weg. Und. Da ist der nächste. Das war der falsche. Jetzt weiß ich wie. Verdammt, los, komm her hier. Bis jetzt haben wir eine ganz gute Position hier, muss ich sagen. Granate. Oh oh. Da, warte. Wo sind noch welche? Ich dich auch! Noch schnell einsammeln hier. Und wieder keine Panzerfaust. Das wäre doch mal cool hier. So, Munition haben wir. Medpäckchen haben wir. Ich glaube, wir können nachher mal absammeln. Ey, falsch. Falsch, 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 falsch. So. Wirf die Waffen weg! Nein. Und erledigt. Wo ist der nächste? Kein Zeichen mehr. Ich glaube, wir haben sie alle. Okay. Das war's wohl gewesen. Das war eine Karte. Zum Lesen halten. Kommandant Hamlers E-Post. An Kommandant Wolfgang Hamler. An 52 Station, Datum 4. Juli 1961. Der Chef ist stocksauer. Haben Sie diese Lieferung gesehen? Wir sollten eigentlich eine Lieferung aus Rumänien erhalten.
4N-Trennung G1. Ein potenziell derartiges, wichtiges Artefakt, das sich die Ausgräber in die Hosen gemacht haben. Tja, im Labor ist es nie angekommen. Wo zum Teufel ist es dann? Der Generalstab sitzt mir schon im Nacken. Lutz Meyer, wenn Sie irgendwelche Informationen darüber haben, geben Sie mir Bescheid. Die Leute hier haben schon reichlich Druck bekommen. Hamle. Was war das? Lutz Meyers Forschungsnotiz. Noch erledigen. Arbeit mit dem Artefakt an Wolfgang delegieren. Termin mit Psychologen vereinbaren. Akustische Halluzinationen dokumentieren. Wolfgang sagen, dass er alle Artefakte aus meinem Labor schaffen soll. Verlegung anfordern. Für die Erweiterung des westlichen Bereiches zusätzliche Arbeitskräfte aus dem Mescalero-Reservat anfordern. Okay. Noch irgendwas hier? Gut. Ich denke mal, das sollte es dann gewesen sein. So, jetzt können wir erstmal alles abluten, denke ich mal. In aller Ruhe. Bevor wir uns unserer eigentlichen Aufgabe widmen. Aber ich meine, viel ist hier auch nicht mehr zu holen, glaube ich, ne? Doch, da ist noch was. Klar, Munition, natürlich. Okay, sind wir hochgekommen. Was haben wir hier noch? Rüstung haben wir. Aber da ist das Limit schon erreicht. Okay. Hier können wir nicht rein. Gut. Dann gehen wir erstmal nach oben. Leer. Munition. Munition ist gut. Munition können wir immer gebrauchen. Hier waren wir schon drin. Guck mal hier. Hier ist auch noch so viel. Ah, guck mal. Konzeptart. Kann man später angucken, was haben wir hier. Eine Schallplatte haben wir gefunden. Anhören. Weltraumsurfen. Surfing Sounds of the Comet Tales. Na cool. Naja, das erinnert mich ja. Jawohl. Und so weiter. Cool. Schön. Dann gucken wir mal an. Ah, hier haben wir ja Roswell. Genau. Das ist die Schallplatte. Richtig. Dann haben wir hier Ausmerzer Manhattan. Mission. Extras. Genau. Konzeptart. Da wollte ich nochmal reingucken. Todeskern. Konzeptart hier. Genau. Das haben wir gefunden hier. Alles klar. Sehr schön. Gut. Steven Johnsons E-Post von Steve Johnson an Lutz Meyer, Datum 3. Juli 1961. Sie sprechen da einige interessante Dinge an, Lutz. Da hat Jude-Artefakte wirken auf den ersten Blick fast schon magisch. Doch wenn wir ihre Geheimnisse aufdecken, finden wir stets heraus, dass sie technologischer Natur sind. Aus Magie Wissenschaft zu machen, ist unser Fluch. Da unsere Welt jeden Tag komplexer wird, aber wenn selbst wir Probleme damit haben, diese Komplexität zu verstehen, wie war es dann überhaupt möglich, diese Geräte in einer Zeit zu erfinden, als es noch gar keine wissenschaftliche Methodik gab? Vielleicht ist das das größte Mysterium. Übrigens, haben Sie von diesem Forschungszentrum gehört?
Das ganze Gebäude ist eingestürzt. Viele Tote. Es gibt Gerüchte darüber, dass irgendwas mit dem Beton nicht in Ordnung war. Ich mache mir Sorgen, weil Heinrich dort gearbeitet hat. Neulich erst habe ich mit ihm telefoniert. So, hier lesen halten. Briefe aus dem amerikanischen Volk. Vielen Dank, geliebter Kanzler. Verfasst von unserem Leser Mark Johnson. Hätten Sie mich vor dem Befreiungskrieg gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, unter dieser Regierung zu leben, hätte ich Ihnen gesagt, aber nie im Leben. Ich muss gestehen, dass ich damals äußerst närrisch war. Lassen Sie mich erklären. Jeden Tag wache ich in einem gemütlichen Bett in den amerikanischen Gebieten auf und denke, zum Glück kam der Kanzler und befreite dieses Land von all dem abweichlichen Gedankengut, das überall um sich griff. Dann ganz ehrlich, mit uns ging es bergab, weil die leichtsinnigen Politiker mit ihrer Macht Schindluder trieben, wie immer. Warum sollten wir nicht stolz darauf sein, was wir sind? Immerhin wurde es ja wissenschaftlich bewiesen, dass wir besser als andere sind. Und jetzt geht es stetig bergauf, dank unseres neuen geliebten Kanzlers. Unsere Befreier haben aus diesem Land wirklich, die Seite ist hier rausgerissen in Klammern, hip hip hurra, hip hip hurra. Fanatismus, Fanatismus überall. Gut, was haben wir da drüben? Da waren wir, ne? Guck mal, hier haben wir noch ein bisschen. Yes. Das können wir nicht gebrauchen. Hier haben wir schon abgezirbelt. Gut. Da hinten müssen wir hin. Den Raketenantrieb runterlassen. Achso, hier können wir gar nicht lang. Aber irgendwie. Da springen wir ein bisschen hoch hier. Schade. Ach, der ist schon rausgekommen, der Typ. Eine Starcard. Tagebuch des unbekannten Regimewissenschaftlers. 12. Juni. Irgendwas ist mit Lutz nicht in Ordnung. Er wird immer launischer und verhält sich eigenartig. Vor einer Woche hat er im Labor laute Musik verlaufen lassen. Da das gegen die Bestimmung verstößt, habe ich es angesprochen. Er sagte, nur so kann ich ein bisschen Ruhe haben. Er sah vollkommen erschöpft aus. Er lässt weiter seine Musik laufen und erzählt mir, dass ihn Mescalero-Geister im Traum verfolgen. Heute saß ich beim Mittagessen in der Messe neben ihm. Im Flüsterton skandierte er immer wieder die Sätze in einer Sprache, die ich nicht kannte. Als ich ihn danach fragte, antwortete er, ach, ich glaube, das ist nur ein Lied. Ich mache mir Sorgen, dass seine Arbeit in den Dahat Shihut Artefakten seine geistige Gesundheit in Mitleidenschaft gezogen hat. Das glaube ich auch. Munition haben wir erreicht. Die nicht. Was schwankt der denn so? Ein Waffen-Upgrade könnte ich jetzt mal wieder so finden. General Engels E-Post, also General Engels E-Post, das ist ja Deutsch, von General Engel an gesamte Führungsebene, Datum 4. Juli 1961. Aus irgendeinem Grund ist Terror Billy immer noch auf freiem Fuß. Noch nie hat es eine mächtige Armee oder einen besser ausgestatteten Geheimdienst gegeben und doch terrorisiert und mordet er immer noch. Dass diese wertlose Person noch nicht gefasst wurde, ist inakzeptabel. Für mich und auch für den Kanzler, falls es noch nicht jedem klar sein sollte. Die Gefangennahme von William G. Blazkowicz hat für Sie oberste Priorität. Enttäuschen Sie mich nicht. Enttäuschen Sie den Kanzler nicht.
Ja, Frau Engel. Das können wir nicht lesen. Da ist nochmal Rüstung. Haben wir noch ein Medpack, das nehmen wir noch mit. Was haben wir hier noch? Einmal Konzept. Na cool. Hier dürften wir auch noch. Ne, da sind nochmal Medpacks. Guck mal, lesen. Elses Brief. Lieber Bruder, als du Mutter vor Vaterschlägen beschützt hast, wusste ich es. Als du mich vor ihm beschützt hast, wusste ich es. Du bist ein Verteidiger, ein Bollwerk gegen das Böse. Ich habe die Nachricht von deiner Beförderung erhalten. Jetzt beschützt du uns alle gegen das Verdorbene und Unredliche. Ich bin so stolz auf dich und beweine es daher nicht, dass du nach Amerika gegangen bist. Wir beten für dich. Mutter schickt dir eine Umarmung. Mach dir keine Sorgen um uns. In Liebe, deine Schwester Else. Gut. Dann wollen wir mal den Raketenantrieb herunterlassen. Und da hinten sind... Oh, was ist das denn? Na toll. Was sind das denn für Gruselmonster? Was? Ach, die Typen sind das. Puh. Deswegen lag hier so viel Munition und so viel Rüstung rum. Und so viel Medpacks. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich auch. Was? Das war's. Hab dich. Okay, Raketenantrieb start klar. Und du? Dann mal rein und ab dafür, alter Mann. Gut. Lass den Raketenantrieb herunter, haben wir gemacht. Den schalte den Raketenantrieb ein und entführe den Güter zu. Gut, wo machen wir das jetzt? Also die haben wir weggezwirbelt da draußen. Da runter müssen wir. Hier hätte noch so eine Waffe rumliegen müssen, hier von den Superheißen hier, von den Hoshis hier. Hier, sowas hier. Nee, doch nicht. Da. Genau. Die meinte ich. 172 Kilowatt haben wir jetzt erstmal geladen. So, wo müssen wir jetzt hin? Da müssen wir hin. Ach, hier müssen wir hin. Ist das der Güterzug? Raketenantrieb einschalten. Und ich glaube damit... Jawohl. Okay, wir bewegen uns. Ich muss ganz nach vorne zur Steuerung. Ach, da muss ich hin. Was ist das denn? Cool. Ein Gatling.
taugt gar nichts, die Waffe. Wo sind die her? Hatten wir hier noch irgendwie Munition dafür gefunden? Nee. Guten Tag. Ja, hat er. Meine Güte. Was? So. Limit erreicht, Limit erreicht. Na, hier kommt doch wieder was, oder? Cool, der Zug. Ein Doppelzug, ne? Schick eingerichtet. Turmbandgerät. Oh. Kommen wir nicht runter. Da haben wir jetzt keine Zeit zu. Können wir das wenigstens mitnehmen? Nee. Ein paar Donuts können wir mitnehmen. Das gibt noch ein paar Lebenspunkte von oben hier. Hier noch irgendwas Nettes, Brauchbares in den Schränken. Die Knarre ist am kernigsten. Limit erreicht. Okay, hier müssen wir wohl nicht hin, ne? Nach vorne sollen wir, ja. Was war das denn? Alles klar. Nicht verfügbar. Ey, ey, ey. Ja, komm mal da. Was ist mit denen los? Sind das für welche? Die sind ja cool, die Typen. Da kann ich gar nichts mit machen. Das ist ein Roboter, wa? Die Waffe ist ja auch... Wo war denn das Gatling-Ding hier? Und der ist auch nicht schlecht, vielleicht. Aber für die Dicken ist der gut, ne? Oh, Motorräder. Wie schick. Was? Oh. Meine Güte. Die sind aber auch nervig, ey. Ja. Na also, meine Güte nochmal. Ein Terz hier. Die andere Waffe, die muss ich erstmal ein bisschen aufpippen. Ach, hier unten kommen die alle her. Hä? Das sind die Hobbys, ne? Na? Hm.
Leer. 209 Kilowatt. Geladen, Rüstung. Eieieiei. Mein Kanzler. Meine Güte. Der hat mir aber zugesetzt eben. Wissen? Roboter haben die hier, die Banditen. Gott, yay. Kein Strom mehr drauf. Okay, weggeschmissen. Ich glaube, die muss ich noch ein bisschen aufpimpen, die Waffe. So, das ist meine beste. Sind wir nun schon da, wo wir hin sollten? Nö. Noch nicht. So, Freunde.